Hallo, ich hatte mehrere Anfragen erhalten, doch nochmal ein Tutorial zu machen zu der Königsedition von Anno 1602. Und ich hatte vor einem Jahr schon einmal ein Tutorial zu Anno 1602 gemacht. Allerdings war das hier für die Standardversion, so wie es dazu mal erschienen ist, ohne Add-on. Und hier war es so, hier war es wesentlich umfangreicher, das, was man machen musste, damit das Spiel auch auf dem aktuellen Betriebssystem läuft. Und bei der Königsedition ist das jetzt etwas einfacher, weil wir die ganzen Patches zum Spiel nicht benötigen. Wir brauchen auch die DLL-Datei nicht. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr Anno 1602, die Königsedition, auch auf den aktuellen Betriebssystemen, also zum Beispiel Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista, zum Laufen bekommt. Und wir beginnen, indem wir erst einmal auf meine Website gehen. www. GameDoctorPC.de und die geht dann hier auf Tutorials Spiele. Anno 1602. Und ihr seht hier, das ist mein Tutorial, was ich schon für die Basisversion Anno 1602 erstellt habe. Und wir scrollen dann hier nach unten. Und ihr habt hier den Link zu der Batch-Datei, die ich zu dem Spiel erstellt habe. Und die laden wir jetzt herunter. Denn diese Datei benötigen wir, um das Spiel ohne Grafikfehler spielen zu können. Und ihr geht jetzt hier auf Download, Speichern. Und jetzt können wir den Internet Explorer wieder schließen. Jetzt gehen wir in den Windows Explorer und wechseln auf das CD-Laufwerk und wir starten jetzt die Installation mit der Setup-Datei. Das bestätigen wir mit Ja. Und jetzt gehen wir hier auf Weiter. Ja, den Pfad passe ich wieder an. Und zwar installiere ich das Spiel in meinen Ordner Spiele. Und den Ordner bezeichnen wir mit Anno 1602 KE. Und dann geht ihr auf Weiter, Weiter und Weiter. Und die Installation des Spiels startet. Ja, und die Installation ist abgeschlossen. Ihr klickt dann hier auf Beenden. DirectX benötigen wir nicht. Hier gehen wir auf Nein. Und jetzt gehen wir in unser Download-Verzeichnis und markieren die Batch-Datei mit der linken Maustaste. Dann klickt ihr hier auf die rechte Maustaste, geht auf Kopieren, geht dann auf den neu erstellten Ordner C, Spiele, Anno 1602 KE. Und klickt dann hier auf die rechte Maustaste und geht auf Einfügen. Und jetzt könnt ihr das Spiel mit der Windows-Batch-Datei direkt starten und dann sollte das Spiel ohne Grafikfehler laufen. Und ich mache die Datei jetzt nochmal schnell auf, damit ihr seht, was in der Batch-Datei enthalten ist. Und das, also das, was eigentlich diese Batch-Datei macht, die beendet den Explorer. Und wenn der Explorer beendet wird, dann ist es so, dass das Spiel ohne Grafikfehler läuft. Also ihr seht jetzt hier den Befehl, der Explorer wird geschlossen, dann wird das Spiel gestartet und wenn das Spiel beendet wird, wird der Explorer wieder geöffnet und mehr ist es eigentlich nicht, was diese Datei macht und damit läuft das Spiel, wie gesagt, ohne Probleme. Und ja, das wär's auch schon, mehr müsst ihr nicht machen bei der Königsedition und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Wählt eure Flagge. Anker lichten.
Captain! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Neues Land wurde erschlossen.